spielen wir Hunt the Wumpus. Gucken wir uns einfach mal die Anleitung an. Wir sind in Raum 3. Räume gehen nach 2, nach 4 und nach 12. In allen dieser drei Räume könnten Fledermäuse sein. Wir haben eine Chance von 1 zu 3, dass wir irgendwo hingetragen werden. Es bleibt uns nichts anderes übrig, als das einfach mal auszuprobieren. Bewegen wir uns nach Raum 2 und siehe da, dort sind Fledermäuse, die uns wegtragen. Wir wissen also für die Zukunft, dass im Raum 2 Fledermäuse sind. In den anderen Räumen nicht. Aber weiter ist nichts Schlimmes passiert. Jetzt sind wir in Raum 10. Räume gehen von einmal nach 2. Ein weiterer Raum geht nach 9 und nach 11. Fledermäuse sind ebenfalls in der Nähe. Einerseits sind natürlich in dem Raum, aus dem wir gekommen sind, Fledermäuse. Es könnte aber durchaus mit einer Chance von 1 zu 20 auch in Raum 11 und im Raum 9 eine Fledermaus sein. Wissen wir nicht. Deswegen mal besser markieren. Jetzt haben wir eine Chance von 50-50. Innerhalb der geringen Chance, dass in einer der Nachbarräume Fledermäuse sind, gehen wir einfach mal nach Raum 11, um es auszuprobieren. Keine Fledermaus. Dieser Raum hat Ausgänge nach Raum 10. Nach Raum 12 und nach Raum 19. Ich gehe einfach mal weiter und erforsche den Ring um 12 herum. Bewege mich durch die Höhle. Erst einmal auf sicheren Pfaden, um mehr Informationen zu bekommen. Aha. In Raum 4 finden wir einen Wumpus in der Nähe. In Raum 3 ist er nicht. Es geht aber auch nach Raum 5. Wo er sein könnte. Oder nach Raum 14. Noch werde ich keinen Pfeil verschießen, noch werde ich schlicht und einfach die Höhle weiter erforschen, um hoffentlich eine klare Information zu bekommen. Raum 14 ist in der Nähe von Raum 12. Schauen wir mal, ob wir da irgendwie hinkommen. Wir gehen also zurück nach Raum 3. Raum 12, Ausgang habe ich gerade eben vergessen, führt auch nach Raum 13. Ich rieche den Wumpus wieder. Wir haben Ausgänge nach Raum 20, nach Raum 12 und auch Raum 14. Und damit ist die Sache klar, denn es gibt nur einen Wumpus in der Höhle. Ich rieche ihn von Raum 13, ich rieche ihn von Raum 4. Beide Ausgänge haben Ausgänge zu Raum 14. Also schießen wir einen Pfeil. Ein Raum weit genügt. Es soll Raum 14 sein. Und wir haben das Spiel gewonnen.